Wichtig für Rentner: 5 Änderungen im Monat November 2024. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute den 19. Oktober 2024. Man kann fast sagen, der Oktober 2024 ist ja aktuell wirklich ein goldener Herbst sozusagen, neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Monat November steht sozusagen schon vor der Tür und es gibt wieder wichtige Änderungen, die auch Rentnerinnen und Rentner und zukünftige Rentnergenerationen ab November 2024 betreffen können. Ich möchte eigentlich gar nicht lange weiter darum herumreden, sondern wir starten gleich mit der ersten Änderung, die zum Monat November wirklich viele Menschen in Deutschland betreffen kann. Schauen wir uns das mal an. Und zwar tritt als erste Änderung das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz tritt ab 1.11.2024 in Kraft. Das SBGG, Selbstbestimmungsgesetz, löst das alte, in Teilen verfassungswidrige Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980 ab. Das SBGG schafft eine bundeseinheitliche Regelung für Menschen zur Änderung des Geschlechtseintrags. Und deshalb kann es auch wirklich für Rentnerinnen und Rentner wichtig sein, die nämlich entweder trans- oder intergeschlechtlich oder nicht binär sind, aber natürlich auch für alle anderen Menschen in Deutschland, die trans-, intergeschlechtlich oder nicht binär sind, die können dann den für sie erfassten Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern oder streichen lassen. Wichtige Informationen hierzu finden Sie online beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter mit der zweiten wichtigen Änderung und das betrifft die Geburtsjahrgänge, die erstmals im November 2024 in Rente gehen können. Das starten wir mit der Regelaltersrente. Dort können die Geburtsjahrgänge vom 2.10.1958 bis einschließlich 1.11.1958 mit Vollendung des 66. Lebensjahres in die Regelaltersrente gehen. Voraussetzung ist natürlich auch noch, dass diese Menschen wenigstens oder mindestens 5 Jahre allgemeine Wartezeit nachweisen können. Das sind Beitragszeiten oder Zeiten der freiwilligen Versicherung. Das sind 60 Kalendermonate. Ja, dann haben wir die Menschen, die erstmals mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen können, und zwar in die Altersrente für langjährig Versicherte. Dort können die Geburtsjahrgänge vom 2.10.1961 bis einschließlich 1.11.1961 in diese Rente gehen. Dann aber, wenn es erstmals passiert, mit 12,6% Abschlag, benötigt wird noch die Wartezeit von 35 Jahren. Ja, weiter geht's. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die kennen Sie unter dem Schlagwort Rente mit 63. Das ist eine abschlagsfreie, vorgezogene Altersrente. Und in dieser Altersrente können ab dem 1.11.2024 die Geburtsjahrgänge vom 2.06.1960 bis einschließlich 1.07.1960 mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate in Rente gehen. Voraussetzung ist, Sie weisen am Tag des Rentenbeginns spätestens dann die 45 Jahre Wartezeit nach. Und jetzt kommen wir zur letzten Rentenart, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Dort sind die Geburtsjahrgänge vom 01.01.1963 bis 01.01.1963, nämlich nur für diesen einen Tag, für diesen einen Geburtstag, ist es möglich, dass diese Menschen oder diese Rentenversicherten genau zum 01.11.2024 in Rente gehen können. Voraussetzung ist, sie weisen nach, dass sie einen Grad der Behinderung von 50 haben und ebenso wie bei der Altersrente für langjährig Versicherte 35 Jahre Wartezeit nachweisen können. Wer am 2.01.1963 geboren wurde, der kann erstmals zum 01.12.2024 in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Ja, dann die dritte Änderung, auch wiederum wichtig, der Rentenzahltag, Zahltag Rente
im oder für den Monat November 2024. Sie wissen alle, der Zahltag der Rente ist für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner wirklich ein wichtiger Termin, denn es geht immerhin darum, dass an diesem Tag, an diesem bestimmten gesetzlichen Tag, dann auch das Rentengeld pünktlich auf dem Konto ist. Viele Menschen müssen eben Miete zahlen oder Kredite abzahlen und andere laufende Verpflichtungen erfüllen. Natürlich möchte man auch gerne mal noch ein bisschen einkaufen gehen und was zu essen im Kühlschrank haben. Los geht's mit der vorschüssigen Zahlung für den Monat November. Die vorschüssige Zahlung bedeutet, dass Menschen praktisch die Rente als Vorschussrente bekommen, und zwar also für den Monat November im Monat Oktober 2024. Und das wäre der 31.10.2024. Da ist praktisch der Zahltag. In verschiedenen Bundesländern ist genau an diesem Tag, dem Donnerstag, ein Reformationstag. Dann kann es sein, dass die Zahlung eventuell für die Menschen, die in diesen Bundesländern leben, dann tatsächlich am 30.10.2024 erfolgt. Aber im Grundsatz gilt, da der Reformationstag kein bundeseinheitlicher Feiertag ist, dass am 31.10.2024 bei der vorschüssigen Rentenzahlung das Rentengeld pünktlich auf dem Konto für alle Menschen mit Vorschusszahlung eingehen muss. Ja, dann haben wir noch die nachschüssige Zahlung für den Monat November 2024. Und das ist dann der 29.11.2024. An diesem Tag ist der Zahltag. Das Gesetz sagt, die Rente wird immer am Monatsletzten gezahlt. Der Monatsletzte wäre der 30.11.2024. Das ist aber ein Samstag, und der Samstag ist grundsätzlich in Deutschland kein Bankarbeitstag, sodass am Freitag, dem 29.11.2024, der Zahltag der Rente für die Menschen ist, die ihre Rente nachschüssig bekommen. Das dürfte die größte Masse oder die größte Zahl aller Rentenempfänger in Deutschland sein. Ja, dann die vierte Änderung, die ist jetzt auch wichtig. Seit Juli 2024 gibt es ja einen Rentenzuschlag bis 7,5% für rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine Erwerbsminderungsrente, eine Hinterbliebenenrente oder eine nachfolgende Altersrente nach der EM-Rente bekommen haben. Voraussetzung ist, dass man die EM-Rente oder die Hinterbliebenenrente in der Zeit von 2001 bis einschließlich Ende 2018 erstmals erhalten hat oder diese Renten dort begonnen haben. Zahltag dieses Rentenzuschlags bis 7,5%, es können 4,5% oder 7,5% sein, je nachdem, wann die entsprechende Rente begonnen hat, ist grundsätzlich immer zwischen dem 10. eines Monats und dem 20. eines Monats. Und im Monat November ist es dann der 10.11.2024 und zwischen dem 20.11.2024. Der Rentenzuschlag, meine Damen und Herren, wird immer netto zusätzlich zur laufenden Rente ausgezahlt. Ja, meine Damen und Herren, die fünfte Änderung ist auch eine ganz wichtige Änderung. Ich denke mal, die macht unser Leben doch wirklich ein bisschen einfacher. Wir können jetzt den Personalausweis per Post bekommen. Ich kann nur sagen, ein Gang weniger zur Behörde. Der Personalausweis und andere hoheitliche Dokumente, das kennen Sie, wenn Sie das beantragt haben oder die Neuausstellung beantragt haben, dann mussten Sie sich oder müssen sich immer einen Termin holen bei Ihrer örtlichen Behörde und dann dort ewig warten. Und das kann dann natürlich auch stressig und nervig sein. Und jetzt ist es so, ab November 2024 kann das Ganze alles also mit einem kleinen Gebührenaufschlag natürlich dann auch per Post versandt werden. Ich finde, Wegfall unnötiger Termine und damit weniger Stress bei der Behörde ist keine schlechte Sache. Weniger Bürokratie macht das Leben für uns alle einfacher. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit den fünf wichtigen Änderungen im Monat November 2024. Auch für Rentnerinnen und Rentner wichtig. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.